Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge UI Talk. Ja, heute möchte ich mit euch über Minecraft-Store.net sprechen. Das Ganze ist eine Webseite, die Minecraft-Plugins verkauft und allen möglichen anderen Kram. Soweit ich das jetzt sehen kann, so mittlerweile Schematics, Maps und allen möglichen Kram. Das Ganze scheint zu EU DevNet zu gehören. Falls ihr das den kennt oder die kennt, das ist, soweit ich weiß, ein Hoster. Ich glaube, den Minecraft-Store gibt es schon etwas länger. Ich möchte einfach so ein paar Sachen drauf eingehen. Was euch vielleicht als erstes auffällt, wir haben an sich HTTPS. Was euch als zweites vielleicht auffällt, da ist ein Info-Icon. Was heißt das? Und welche Bilder auf dieser Seite unterstützen kein HTTPS? Kurzum, über diese einzelnen Bilder können prinzipiell eure Daten abgerufen werden. Heißt, das was HTTPS hier ist, ist nicht sicher. Ist der erste Minuspunkt. Hat aber nichts mit Design zu tun. Möchte einfach nur mal weitergehen. Fangen wir an. Wir haben hier oben einmal eine Suchleiste. Prinzipiell haben wir mit einem komischen Verhalten. Okay. Als erstes haben wir hier oben so eine kleine Info. Die weltweit beste Verkaufsseite für Minecraft-Programmierer. Folgen Sie uns auf Twitter für News und Promotion. Oben kann ich die Sprache aussehen. Deutsch, Englisch. Erster Punkt, den ich erstmal bemosern möchte, ist hier oben. Folgen Sie uns auf Twitter. Das ist irgendwie so ein blau-lila auf dem Rot, passt gar nicht. Ja. Sorry, muss ich einfach drüber meckern. Würde ich nie im Leben so machen. Die Farbe ist total unpassend und macht das Design kaputt. Vor allem, weil hier schön mit zwei unterschiedlich abgehobenen Farben gearbeitet wurde, die dann vor allen Dingen auch noch, wo das Logo noch drin untergeht. Aber es passt noch, es geht noch klar. Dann schön mit weiß übergearbeitet. Und dann kommt dieses Blau. Bumm. Kaputt. dunkles Grau hätte es getan. Vielleicht ein sehr dunkles Grau, was fast schwarz ist, damit es auffällt. Oder ein sehr dunkles Rot, was fast schwarz ist. Aber das macht es kaputt. Dann kommen wir zu diesen einzelnen Kategorien. Man kann jetzt hier rüber hovern. Das Hovering insgesamt, weil ich schnell rüber hover, habe ich nur diesen kurzen Effekt. Wenn ich hier rüber hover, wird es dunkel. Die Website wird auch dunkel. Und ich sehe sozusagen die Unterkategorien. Finde ich gar nicht mal so schlecht gemacht. Was mir auffällt, wenn ich hier rüber hover, komme ich nicht da drauf. Heißt, die LI sind nicht richtig gesetzt. Wenn man das sich mal anguckt, ich gehe nochmal auf die Startseite. Wenn ich mir das mal anguckt, dann sieht man hier unten, wer das gerade hier so anklickt, da seht ihr es. Der Bereich hier unten ist irgendwie da drunter. Ist aber gar nicht clickable. Ist doof. Würde ich nicht so machen, sollte eigentlich immer die komplette volle Breite haben. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier hänge, sollte ich prinzipiell Chat-Systeme bekommen. Seht ihr hier auch? Hier unten aber nicht mehr. Ist doof. Ansonsten gut gemacht. Das scheint hier überall so zu sein. Ja. Hier. Es fällt mir auch auf. Nee, ist alles richtig. I'm sorry. Es tut mir leid. Dann auch der Warenkorb. Anmelden. Passt an sich. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann kommen wir hier. Werbung für Chunk Factory. Werbung für Hosting Services. Werbung für Passive Card, was halt alles an Gateways da ist, registrieren. Ich finde es lustig, hier sind Buttons, die halt auf dem Bild sind. Ja. Hätte ich den Button weggelassen, der Button passt nicht. Genau das gleiche mit dem Registrieren. Weil prinzipiell, kann man anders machen. Finde ich aber mit dem Style eigentlich gar nicht so schlecht. Passt ganz gut. Ich hätte die Pfeile entweder weggenommen oder weiter nach außen geschubst. Hier in der Mitte machen sie die Bilder ein bisschen kaputt. Farblich, passt. Geht klar. Sieht aber nicht perfekt aus. Werbung für Chunk Factory wundert mich an sich, weil Chunk Factory ja an sich ein eigenständiger Shop ist. Aber scheinbar ist er hier drunter. Dann kommen wir hier zu den sogenannten Highlights. Ein durchlaufender Slider mit einzelnen Elementen. Alle ansehen, kann ich alle ansehen. Passt an sich. Finde ich eigentlich schade, dass halt zum Beispiel dieser Button nichts hat. Er verändert in keinster Weise seine Farbe. Ich muss einmal kurz was trinken, tut mir leid. Sollte meiner Meinung nach zumindest die Farbe verändern. Hier oben verändert die Farbe, hier unten nicht. Doof. Hier oben mit neu als Tag, an sich gar nicht schlecht. Oben die Kategorie ein bisschen kleiner, passt auch. Hier die Bewertung mit drin, hier ist dann keine Bewertung, okay. Der Button sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, warum er so komisch rendert. Bei mir, also ich finde, es sieht auch so pixelig aus. Ich weiß nicht, ob das ein Bild ist. Nee, das ist ein Element. Okay.
Komisch. Wow. Okay. Nur irgendwie komisch gerendert aus. Hier der Rabatt mit 16% passt auch. An sich ganz solide. Was sich echt hart stört, und das hat mich schon auch schon immer gestört, wenn man hier rüber slidet, diese ganzen Scheißbilder gehen immer groß und klein. Sorry, aber das muss echt nicht sein. Das ist echt nervig. Hart nervig. Und ich finde, das ist so eine Sache, die man wirklich nicht machen sollte. Dann gehen wir einfach mal weiter. Dann haben wir EU-Blog für FAQ. Hört euch was auf? Ah ja, das Ding ist hier überall. Warum? Das ist ein Bild. Das habe ich mir schon mal angeguckt. Das sind Bilder. So, prinzipiell, designtechnisch passt es, ja. Aber das Ganze, was hier steht, kann man auch stylen. Und, das kommt hinzu, ein Bild kann von Google nicht gerankt werden. Das heißt, das, was hier steht, wird von Google nicht richtig gerankt. Und das hinzu kommt, dass es programmiertechnisch, was hier gemacht wurde, der absolute Grau ist. Und das, finde ich, ist traurig. Aber gut, das muss der Shop für sich selbst entscheiden. Dann kommen wir hier zu den empfohlenen Produkten. Ich finde es lustig, empfohlene Produkte hat einen eigenen Header in sich. Hier oben Highlights nicht. Warum? Highlights sind doch viel wichtiger als empfohlene Produkte, oder sehe ich das falsch? Also prinzipiell ist das hier unten anders aufgebaut als das hier oben. Das hier unten sieht auch meiner Meinung nach deutlich besser aus mit dem Slider hier zwischen, der sich gut anpasst. Warum ist das hier oben nicht? Und dann kommen wir noch weiter. Ich finde auch hier das mit dem jetzt kaufen, hier ist es viel besser. Hier steht auch, wie viel verkauft worden sind. Steht so ein bisschen Info dran. Warum steht das hier? Warum steht das nicht hier oben? Klar, es steht hier überall neu dran, aber Highlights und neu passt auch nicht gerade. Aber ein bisschen komisch. Aber gut. Dann gehen wir auch mal weiter. Prinzipiell hier unten sieht ähnlich aus wie oben, brauche ich glaube ich nicht zu groß viel sagen, aber prinzipiell finde ich es gar nicht mal so schlecht. Abgesehen halt davon, dass halt einmal hier das jetzt einkaufen halt keinen Dingenseffekt hat. Und jetzt Quick View, ich weiß nicht, was das ist. Ja, eine Kurzansicht, okay. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Man hat hier so einen Slider drin. Und dann in Waren kommt jetzt kaufen. Farblich, ja, das ist in Ordnung. Ist jetzt nicht so super mein Stil. Ich probiere in einem anderen Stil. Ich mache das auch anders. Ich finde es aber auch nicht schlecht. Vor allem muss ich dazu sagen, es ist sehr viel User-Content, der hier verarbeitet wird. Dafür ist das okay. Das passt sich ganz gut dem User-Content an. Aber wie gesagt, ich finde das mit diesen ploppenden Dingen halt einfach so dermaßen nervig. Also wenn die Entwickler das von dem Shop sehen, macht es raus, bitte. Alle ansehen, hier wieder ein blauer Button. Ja, gut. Hier ist alle ansehen rot. Passt auch wieder nicht zusammen. Ich weiß nicht warum, aber es muss doch einen roten Leitfaden geben für euch. Also setzt die Farben wichtiger Button blau und wichtiger Button rot. Aber nicht einen Button rot, der andere blau und dann wieder rot und dann wieder blau. Es muss halt schon klar sein, was ist. Also die Farbe, die ihr seltenst benutzt, ist die Farbe, die wichtig ist. Und die Farbe sollte dann auch überall, wo zum Beispiel alle Ansehen steht, auch überall sein und nicht nur bei einem, weil prinzipiell müsste es überall wichtig sein. Ne? Das ist so eine Sache. Nutzerinterface mäßig. Dann Werbe mit uns. Okay. Aber auch hier, es ist wieder ein Bild. Schön und gut, man kann es mal eben schnell hinzufügen, aber ne, halt nicht so schön. Hier haben wir wieder empfohlene Shops. Das alle ansehen ist hier wieder rot. Warum? Oben war es doch gerade blau und ganz oben war es wieder rot. Also könnt ihr euch entscheiden. Ich hätte zum Beispiel auch wieder hier blau genommen, weil es mit dem jetzt einkaufen sich beißt. Das alles ansehen fällt gar nicht auf, dass ich prinzipiell auch mehr Shops ansehen kann, also außer als die paar hier. Und das ist halt eigentlich schade. Aber wir kommen halt eigentlich zu der Shop-Übersicht. Die finde ich nicht mal schlecht. Ich habe hier den Duty Crafter HD. Kommt aus Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Super. Wertung sehe ich auch direkt. Perfekt. Ich sehe hier die kleinen Plugins, die angeboten werden. Und ich kann direkt drauf zählen. Ich sehe jetzt halt, wahrscheinlich haben die mehr Plugins. Aber prinzipiell werden die Shops mir empfohlen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Sieht auch sehr gut aus. Passt von der UI her. Wie gesagt, das einzige Nervige ist halt wirklich, dass diese ganzen scheiß Bilder immer rumfliegen. Und was ich noch machen würde bei Bildern, prinzipiell, was ihr machen könntet oder als was ihr als Option habt, ist die Bilder zumindest annähernd in ein ähnliches Format bringen. Dass ihr von vorne voraussetzt, dass ein Bild zum Beispiel hierfür viereckig sein muss oder dass ihr es zumindest entsprechend zieht. Vorteil, ihr könntet prinzipiell die Bilder mit der gleichen Opacity machen, den Hintergrund farblich an die Seite anpassen, also einen leichten Rotstich. Dann durch die Opacity wird das Bild auch und kriegt auch diesen leichten Rotstich und die Bilder passen sich besser an eure Seite an.
eigentlich ein ganz einfacher Trick. Super einfach, habe ich schon häufiger gemacht und sieht super aus. Kann ich nur empfehlen. Also, wenn ihr mal drüber nachdenkt. Oder einfach drüber in so ein Layer drüber legen, der dann halt effektmäßig drüber kommt. Dann, wenn jemand dann rüber hovert, muss er nicht sozusagen das ganze Bild hierher fliegen. Weil das funktioniert scheinbar ja auch nicht jedes Mal, wie ihr seht. Ne? Ja, weiß nicht. Also, irgendwie funktioniert es nicht immer so richtig. So, und wenn ihr das dann habt, dann könnt ihr besser halt sozusagen so ein Layer rüberlegen, dann sieht das klarer aus. Wie es zum Beispiel jetzt auch bei Narrow Space Seite letztens gesehen habt, die haben auch so ein Layer drüber gelegt. Zwar viel, meiner Meinung nach zu stark, aber prinzipiell sowas in der Art würde ich mir hier auch gut vorstellen können. Es passt auch zu der Seite. Dann kommen wir unten Top-Kategorien. Ja. Finde ich prinzipiell gut. Der Hintergrund sieht top aus. Farblich, so lila, rot, blau. Perfekt. Das sind genau die Farben, die auf der Webseite benutzt werden. Aber jetzt kommt mein Kontrapunkt. Wir haben hier Buckets Bucket. Einfach das Bucket-Logo gezogen. Für Bungee-Cord-Systeme einfach das Bungee-Cord-Logo gezogen. Für Minigames irgendwie so einen komischen Minigame-Knüppel hingestellt. Für Standalone irgendwie ein komisches Package. Für Lobby-Systeme irgendwie so ein crappy Image. Und für ein Workspace Java. Das Java-Icon. Was soll ich dazu sagen? Warum kann man das nicht anders machen? Warum keine Icons? Klar, Buckets Bucket hat kein eigenes Icon. Aber es wird garantiert ein Tab oder sowas auch bei halt von Awesome geben. Spätestens mit von Awesome 5 gibt es 5000 Icons, da wird schon auch was dabei sein. Bungee-Cord-System hätte man einen schönen Server hinstellen können. Für Minigames hätte man tatsächlich diesen Knüppel nehmen können. Aber es ist halt einfach alles hier unterschiedliche Farben. Teilweise passt das nicht mal richtig. Das Orange kommt hier nie auf der Seite vor. Das Lobby sieht halt total hässlich aus im Vergleich zum Spygate-Logo. Und passt auch zum Beispiel gar nicht zum Standalone, was annähernd ähnlich aussieht von der Farbe her. Es ist halt einfach irgendwas zusammengeklatscht, was nicht zusammenpasst und es sieht nicht gut aus. Sollte man auf jeden Fall verbessern. Und jetzt kommen wir zum Footer. Und was wundert mich? Es sieht plötzlich gut aus. Das zurück nach oben, super Idee, kommen wir wieder zum Top. Okay. Aber jetzt kommt der Programm hier. Benutzer, zertifizierte Benutzer-Identität. Wir überprüfen die Identität aller Verkäufer. Sieht super aus. Einziges Manko, was ich sagen muss, hier wird mit Großschreiben gearbeitet. Warum muss alles fett sein? Warum nicht einfach das ein bisschen dunkler setzen und das andere ein bisschen heller? Ihr habt das eh schon recht hell. Macht das ein bisschen dunkler, dann braucht ihr es nicht fett schreiben oder auch nicht riesengroß machen, weil prinzipiell ist dann schon klar, was wichtig ist. Aber ansonsten ist dieser Bereich hier super gemacht. Die Unterteilung finde ich auch gar nicht so schlecht. Dann hier unten, so diese typische Geschichte, hier unten dieser vorlaufende Strich als Underline. Top Idee, sieht super aus. Anrufen, funktioniert. Ich hätte Skype vielleicht sogar noch mit dem Skype-Logo gemacht, aber das hätte man hier oben reinsetzen können, aber es passt auch so. E-Mail senden, funktioniert auch. Ein Shop eröffnen, super. Hier kann man das abonnieren, hier sieht man noch eine Zahlungsoption. So, Top-Marken, sieht man hier nochmal, so kann man nochmal ein bisschen reinschauen. Ja, und der untere Bereich ist gut gelungen. Aber es gibt halt so zwischendrin Sachen, die halt nicht passen. Auch dieser typische Live-Chat, man sieht ihn überall. Warum kann der nicht die Farbe hier oben, die ist offline, die Farbe von dem oben haben? Warum nicht? Warum muss das irgendwie ein Orange sein, was nie auf der Seite vorgekommen ist? Und warum muss der restliche Chat hier komplett orange sein? Das kann man garantiert ändern. Und das ist eine Sache, die man einfach nur, man hat einfach reingeklatscht und nicht groß was dran gedacht. Und das ist eine Sache, die mich ein bisschen stört. Die Webseite an sich sieht nicht super schlecht aus. Man könnte aber noch viel mehr rausholen. Es fehlt halt einfach noch sozusagen dieser wirklich rote Faden durch die ganze Geschichte durch. Und ja. Das ist sozusagen das, was mir erstmal aufgefallen ist und was mich sozusagen ein bisschen an der ganzen Geschichte stört. Trotzdem will ich aber nicht sagen, dass ich es schlecht finde. Also es ist nicht komplett schlecht. Es ist an sich eine gelungene Seite, die aber einfach auch Probleme hat. Vor allen Dingen, ich lade mal jetzt die Seite neu. Erstmal seht ihr, es lädt ein bisschen länger und es ruckelt bei mir zum Beispiel. Und ich will mal eins dazu sagen. Ich nutze Chrome, den wohl mit leistungsfähigsten Browser, den es aktuell gibt. Und ich habe hier einen Ryzen 8 Kernprozessor mit 16 Threads. Das Ding kann 16 Aufgaben gleichzeitig abarbeiten. Trotzdem, wenn ich diese Seite lade, leckt es bei mir. Seht ihr es? Habt ihr es gerade gesehen? Es ruckelt. Das ist zwar gut, dass die Seite vergleichsweise schnell lädt, aber es sollte keine Seite ruckeln. Das zeigt, dass eindeutig viel zu viel JavaScript genutzt wurde. Und ich wette drum, dass hier auch was mit jQuery läuft, was halt auch im Hintergrund ein bisschen arbeitet. Ich muss sagen, früher war sie noch ruckeliger als jetzt. Jetzt läuft sie schon einigermaßen stabil, aber es ist trotzdem eine Sache, die mich so ein bisschen stört. Auch hier finde ich das lustig. Ich fliege rüber und puff, fliegt die über das Weiß. Nicht so schön. Ja, aber das ist sozusagen das, was ich dazu zu sagen habe.
Das ist der Minecraft-Server.net. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr eine eigene Seite habt, schickt sie doch einfach mal ein, schreibt sie in die Kommentare. Und dann werde ich darauf eingehen und ein bisschen was zeigen. Ich hoffe, ich gehe auf alle objektiv ein, auf alle Webseiten. Wenn ihr irgendwas habt, was euch auch aufgefallen ist, was ich jetzt nicht beschrieben habe hier unten, schreibt es mal in die Kommentare, dann können wir einfach darüber nochmal diskutieren. Vielleicht habe ich was auf der Webseite gesehen. Oder ich habe was auf der Webseite bemängelt, was ihr aber ganz anders seht. Schreibt es auch in die Kommentare. Ich würde mich einfach freuen, so ein bisschen Feedback auch zu bekommen, was ich zu meinem Ansehen, also wie ich das für mich sehe. Weil es ist halt einfach, prinzipiell ist das Ganze halt immer subjektiv, wie eine Webseite aussehen soll. Aber es gibt halt sozusagen bestimmte Designrichtlinien bzw. Leitfäden. Die haben sich einfach etabliert. Am besten zum Beispiel, wenn ihr mal Refactoring UI im Internet googelt. Super Seite. Da ist es halt von US-Amerikaner, die gehen halt auch darauf ein, Tipps und Tricks, wie man halt das UI UI-Design genau macht. Und das sind wirklich sehr, sehr banale Tipps und Tricks, die aber prinzipiell, wenn man sich die einmal sozusagen vor Augen hält, wenn man die über auf eine Webseite raufsetzt, dann fallen einem direkt auf, das kann ich so und so machen, dann sieht das viel besser aus. Und das sind so Sachen, die hier zum Beispiel nicht richtig beachtet worden sind, zumindest an mehreren Stellen. Und das finde ich schade. Und vor allem, was ich noch trauriger finde, ist halt, dass wirklich an bestimmten Stellen, hier oben mit dem Slider kann ich es verstehen, aber dass hier unten diese Sachen als Bild hinzugefügt worden sind. Das ist einfach, ich bastel schnell zusammen, irgendjemand macht noch mit Photoshop mir das Bild und fertig ist der Laden. Also von daher, wenn euch das Ganze aber gefallen hat, würde ich mich trotzdem über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo. Und ansonsten sieht man sich beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.